So, ja, hallo. Hi, Freunde, liebe Facebook-Freunde, überall auf der Welt, besonders jetzt ist in diesem Film für Hi, USA, Vereinigte Staaten. Also ich will jetzt den Kontakt versuchen mit Bill, mit dir, Bill. Wie heißt du mit Familiennamen? Das habe ich jetzt nicht herausgefunden, wie du mit Familiennamen heißt, aber Bill. Ich bin der Knox. Schau, ich bin der Knox, so, der Maler Knox. Und ich mache so, ja, ich mache einen Realismus mit surrealen Einschlägen. Und wir sind hier in Burghausen an der Salzach. Das liegt also direkt an der Grenze zu Österreich. Also wir sind in Oberbayern und Burghausen liegt an der Salzach und gegenüber ist Oberösterreich. Also da befinde ich mich, lieber Bill, und du befindest dich in Amerika, also in Kalifornien ist es ja. Ich war noch nie in Amerika. Ich weiß, es wäre eigentlich schön, wenn ich mal nach Amerika kommen könnte, weil ich habe viele, viele Bilder und würde ganz gerne mal auch in Amerika eine Ausstellung machen. Aber ja, wie schaffe ich es? Da bräuchte ich natürlich Sponsoren und Hilfe, die mir helfen, da nach Amerika das rüber zu bringen. Und zwar, schau, wir sind hier in diesem Raum. Habe ich als kleiner Junge so geschlafen und meine Eltern haben dieses Haus gebaut. Und schau, da siehst du da Bilder von mir. Schau, der Gerhard Polt, das ist ein ganz bedeutender deutscher Kabarettist, den ich sehr verehre und liebe und persönlich kenne. Ja, und hier und hier, schau. Eine Hochzeitsgesellschaft habe ich gemalt, aber verfremdet und ja, das Bild heißt Fuck You, Bloody World, die blutige Welt und es ist ja Wahnsinn, also derzeit wieder, was Putin da aufführt, das ist ja zum Kotzen und da schau, Bill, also das ist. Do not, mach es nicht auf, was du da, wenn du, Mensch, mach es nicht auf. Also mach es lieber nicht auf den Kasten. Ich zeige dir das jetzt, was wir, also der Mensch, halt anstellen können wir. Wir können uns ja vollständig ausrotten und ach, das ist der Wahnsinn, weißt du. Also, schau, ja, der Atomkrieg, schau, in die Mittelteil und links, wenn man überleben würde, kann man sie nur aufhängen oder mit der Maske. Ich schließe diesen Altar wieder. Ja, ich will diesen Altar ja mal in Berlin einreichen für ein Museum. Ja, mal schauen, aber ich habe auch hier im Nebenraum habe ich noch viele Bilder. Meine Kanzlerbilder und, lieber Bill, ja, und ich hülle mich ein, und zwar, alleine, ich hülle mich ein in, sagen wir mal, die Flagge da, hier die amerikanische, ja, oder, eine weitere Flagge habe ich noch.
Also eine deutsche Flagge habe ich nicht. Eine deutsche. I have not a German flag. Aber a Tibet. Eine tibetische Flagge habe ich. Ja, Tibet. Ich liebe das tibetische Volk. Und es ist traurig, wie, ja, wie was die Chinesen machen. It's true. So very true. Also, ja, und ich gehe jetzt, ich bin da, es ist eine One-Man-Show, ich bin Kameramann und alles in einer Person. Oh, schau her, hier habe ich mal den Dizzy Gillespie gemalt, der war natürlich auch in Burghausen. Also, Burghausen, ja, Burghausen, wir haben, Moment, wir haben ungefähr 20.000 Einwohner in Burghausen. Wir haben eine Industrie, die Wackerchemie, das ist eine große Industrie, also ohne diese Chemie könnten wir nicht überleben. Und ja, wir haben eine, ja, wir haben Kultur. Burghausen hat Kultur. Ich bin 1950 geboren. Ah, Moment, mach mal den Ton. Ich bin 1950 geboren. 50, oh. Ja, muss mein Mikrofon anschauen. Oh, ja, haha. Kennst du Dana Fuchs? Oh, eine geniale Musikerin, die war bei uns im Knoxolium. Ja, hallo. Hallo, Dave. Ah, Bill. Also, hallo, Amerika. Oh. Also. Thank you.
Geld verdienen, ja, Farben kosten Geld und Lebensmittel ebenso und ja, jetzt werde ich 74 Jahre alt, geboren 1950. So viel schaffen, bevor ich sterben muss und in die Unendlichkeit wieder gehen. Ich gehe in die Unendlichkeit, wie du auch, wie wir alle. Wir kommen aus der Unendlichkeit und dann sind wir geboren und ja, machen das, dies und das und das und was weiß ich. Ja, auf dem Mein, ich bin jetzt am Arbeiten. Du sollst aufhören, wir wollen sie in der Früh. Nein, ich höre es nicht auf, ich bin jetzt immer einen Brief nach Amerika. Ein Brief nach Amerika. Irene schimpft mich, weil wir jetzt 2 Uhr nachts oder so haben. Ja, wie spät ist es in Kalifornien? Ich weiß nicht, es ist irgendwie ein bisschen mehr schnell. Hallo. Ja, jetzt bist du. Christian. Was ist denn? Ich habe ein Bild gesehen. Ja, sie ist im Hause vis-à-vis. Heimannstraße 43. Sind Sie sicher? Doch, ich bin ganz sicher. Sie war es. Sie hat ein Gewehr in der Hand. Bitte. Es muss ein Ende haben. Und heute Nacht? Ich halte das nicht mehr aus! Ich halte das nicht mehr aus, Katja. Ja, liebe Zuschauer, ich muss mich mal wieder melden, ja, die aus meinen Malräumen hier bei dem Malerknocks hier in Burghausen. Wir sind in Burghausen. Was haben wir denn? Im Jahr 2024 sind wir was haben wir denn für Monat? Am Juni. Und zwar was haben wir denn für ein Datum? Ja, irgendwie so das. Ich weiß nicht. Heute haben wir Samstag. Und ja, und ich weiß auch nicht. Ich muss mal wieder einen Film machen von mir. Ein bisschen so ein Tätigkeitsbericht, der so nach dem Motto, jetzt rennt ja die Maschine da ja, darüber, jetzt fünfmal so muss ich mir festschrauben, so. Hurra, noch lebe ich, sozusagen, soll mein Motto sein jetzt. Was wollte ich Ihnen sagen, liebe Zuschauer, ja. Was ist spannend im Leben? Gibt es irgendwas, was spannend ist im Fernsehen oder im Internet, in der Kunstszene? Ja, das frage ich mich doch schon immer wieder. Jetzt, ziemlich viele Jahre lang, wie viele Jahre haben wir denn schon? 74 Jahre werden das heute werden in diesem Jahr so. Schau, ich bin jetzt da gerade. Da sind wir jetzt in meiner Malstube. So. Und ich mache da ein Bild, bin ich gerade dran. Und zwar zum Thema Burghausen, die Hedwig und der eingemauerte Koch in der Burg. Und hier male ich jetzt ein Bild mit einer Hand, die eingemauert ist. Und das soll in ein Buch kommen, das nächstes Jahr rauskommt, so in Burghausen, für Burghausen, 1000 Jahre in Burghausen. Im nächsten Jahr, 2025,
wird die Burg 1000 Jahre alt und da machtet unsere Stadt, meine Heimat, geliebte Heimatstadt, macht auch verschiedene Sachen kulturell und da möchte ich heute mit diesen mitmachen und da muss ich jetzt weitermalen. Es ist ein Acryl untermalt und ich halte das nicht mehr aus. Irgendwie wie dem Krimi immer. Der alte war das, was ich da vorher gesehen habe, da im Bildschirm. Und ich bin ja auch alt, fix, ja, 74 Jahre werde ich im Juli alt werden, hoffentlich. Und nächstes Jahr 75 Jahre. Da, und da möchte ich doch schauen, dass ich. Ich möchte nur gerne eine Ausstellung machen, ja. Ja, mal schauen, ob ich das noch erlebe. Und, schauen wir mal. Hat er gesagt, okay, schauen wir mal. Das muss ich dann den Akku da von dieser Kamera da hier noch laden, aufladen. Gefangen. Dunkelheit. Dick. Wenn ich mir so vorstelle, so in der Burg, hier soll jemand eingemauert worden sein. So, ja, ein Koch, der wurde von einem eifersüchtigen Herzog hier eingemauert, weil er seine Gattin beglückt hat mit süßen Leckereien, ja. Und ja, diese Vorstellung, ja, ja. Diese Vorstellung inspiriert mich jetzt, um ein Bild zu machen. Schau, Ratten. Batschan, Ratten. Die Ratte. Ja. Die Ratte. Ja, hier. Die muss ich noch besser, genauer malen. Die hatten kein elektrisches Licht, also die hatten nur Kerzen. Wo habe ich eine Kerze? Eine Kerze für meine Schmerze. Wie meine ich mit Kerze, mit Herze, der Kuh, der Kuh,
den Dorador ist einiget. Doch darüber. Besiegen Dank und Gang wie über Wader. Kerzen. Jetzt eben wir heiß, mein Finger. Oh, der Bacon. Ja. Ja, jetzt sind wir da beim Mörderknox. So, seinem. Das ist bei seinem Lexikon. Oder ist das seine Bibel? Ja, Lexikon des Wahnsinns. Ja. Vielleicht ist es aber auch eine Bibel. So, schauen wir mal da, eine Bibel. Tja, vielleicht ist es eine Bibel. Bibel. Ach, ein Ding. Ach, was ist denn? Ja, der Stick geht. Der ist gemalt. Der ist schon. Der ist denn alt. Schauen wir mal hier. Die Rückseite vom Trompeur-Gemälde. So, jetzt habe ich da hier meine zwei Keyboard. Ich würde ja gerne so jetzt einschalten und richtig loslegen, aber wir haben jetzt 1 Uhr nachts und da bringen mich die Mitbewohner, die drehen mir den Kragen ab, also und darum Er war auch schon in Burghausen. Und vor 30 Jahren hat er das produziert. Ja, der Joe Savignol. Wann ist der? Ist, glaube ich, gestorben. Joe Savignol und Trilog Gurtu haben vor 30 Jahren hier Musikgeschichte gemacht in Frankfurt. Hörerpressen. Wahnsinn. Der Wahnsinn des Lebens. Ja, liebe hören Sie, sehen Sie, wir befinden uns bei mir hier in meinem Musikraum. Jetzt mache ich ein bisschen Musik. Thank you.
Irgendwie den Wahnsinn wahrscheinlich kurz schließen. Also, liebe Freunde, Facebook-Freunde und YouTube-Freunde und ich was weiß ich alle, so der Maler, ich bin ja der Maler Knox,
Glücksmaler aus Burghausen. Ich bin 1950 geboren am 30. Juli. Ha, Löwe. Es war einmal, nämlich ich war einmal im Dezember 1949, meine Burghausen. Man stellt sich vor, der Krieg war 4 Jahre zu Ende. Und das muss ich mal in den Hall lassen, ich muss nicht mehr meinen trockenen tun. Also 4 Jahre war ja, im Dezember 1949, es waren einmal 2 Menschen. Ein Männchen und ein Weibchen so in Burghausen. So, die hatten also nichts anderes zu tun, als sich also immer zu besuchen. Ja, rein, raus und rein und raus. Also am Dezember, wie gesagt, war das irgendwie. Und am 30. Juli das Ergebnis. Hier sitzt das Ergebnis. Und das Ergebnis ist ein Maler und Musiker, ein Filmwahnsinniger. Und ja, ich brauche natürlich jetzt auch Geld, irgendwie Geld auf dieser Welt. Und ich habe so viele Bilder. Und wer von euch mal neugierig ist, damit er das sehen kann, hier live beim Knoxelfoxel und Irini Ober, wir zwei, so, ja, wir sind so ein Burghauser Traumpaar. Ja, der möge uns nächsten Sonntag besuchen. Also ich, von 14 bis 18 Uhr mache ich meinen Tag des offenen Knoxsaustalls. Dann, ich meine, dann geht es mir heute mehr erleben, wie ich da so bin. Gell? Ich mein, man gönnt sich das sonst nicht sehr. Ja, und es gibt natürlich 3 Arten von Bildern. Es gibt die günstigste Version, wo jeder vielleicht irgendwie glücklich ist, wenn er so mein verrücktes Zeug an die Wand hängt. Das sind Originalfälschungen, also handsigniert die Ohren. Also das sind nicht Drucke. Und wenn jemand sagt, naja, ich will was, ja, ich hab jetzt nicht so viel Geld, aber ich will was Gehobenes, also was Eigenes, dann kannst du dir diesen Druck bei mir bestellen und ich mal dir irgendwas hinzu, dich zum Beispiel, also auf Leinwand gedruckt, dann hast du den Originellen. Das ist ein bisschen teurer. Und wenn du aber natürlich das totale, dann musst du natürlich, also das ist einfach ein, ja, die Welt, gell, ja, die Welt und ja, der Meister und, was soll man sagen, schauen wir mal, wie den Wahnsinn da wegschicke. Und ja, am 5.6., wie gesagt, 5.6. Sonntag nächste Woche. Da, ich mein Herz, ich war auf Fisch. Was ist das, der Knopf? Tja, aber aus was besteht denn nun unsere Menschenwelt? Ich denke, Lug und Trug, schau, ich kann es beweisen, schau hier, ein Stückchen Holz. Ja, das habe ich mir bemalt, vor vielen Jahren, vor 30 Jahren oder so, Moment, 1984, da war ich 34 Jahre alt, da habe ich diese Trompeu-Malerei, diese Augentäuscher Malerei gemalt. Und warum? Der Grund oder die Inspiration kam von Horst Janssen, ein berühmter deutscher Zeichner war das, der in Hamburg lebte. Er ist jetzt schon viele Jahre tot. Von dem gibt es dann viele, viele Bücher. Und ich habe eines davon gelesen, eine Biografie, ein Biograf von ihm. Und war so, las am Ende des Bandes die Bibliografie, was es Bücher über ihn gibt. Und da war ich so neidig, dass ich mir gedacht habe, Mensch, von mir gibt es noch kein Buch. Und dann hatte ich dieses Stück Holz und das habe ich mir dann illusionär bemalt. Und ja, damit ging die Geschichte los.
Also die Geschichte meiner Bildbucherfindungen. So, hier habe ich mein Physik. Da habe ich so viel Wasser drin, ist nicht zum Ertragen. Also ich habe die Medikamente übrigens vor kurzem abgesetzt und dann waren meine Beine wieder wunderbar wie im Frühling. Und jetzt habe ich hepatisch einmal wieder geschluckt und jetzt bin ich wieder krank. Also der Dr. Kempf hat mich nicht richtig gut beraten. Wie sagt man da für diesen Fehler? So, schauen wir mal. Was denn? Leg jetzt doch mal was drauf. Ja. Für die Weihnachtsüberraschung. Was? Für die Weihnachten. Mein Bruder, mein Pokassen Plus ist zu Weihnachten verlost worden. Im Dezember. Ja, das meine ich auch. Ja. Jetzt ist er starr. Nein, ich bin nicht starr. Bei den Bädern.
Ja, jetzt muss ich mal da raus wieder zum mein Mann, wie viel Prozent habe ich denn? 47% ist der Akku. Schauen wir mal. Und? Das ist schöner wie mit dem Auto. Schöner wie mit dem Auto? Wieso? Weil ich im Auto so ungern sitze. Ach so, das weiß ich ja, dass du da einen Horror verraten hast. Was soll ich denn sagen? Ein Horror vor die Autofahrt hat die Reni, die mag. Die war so ein Horror vor dem Autofahren. Ich habe jetzt kein Auto mehr, weil ich habe meinen Führerschein abgegeben, ist alles blöd gelaufen. Das Auto habe ich verkauft, ist blöd, weil wenn ich jetzt Ausstellung machen will, brauche ich fremde Hilfe, dass ich meine Bilder, was weiß ich, wohin transportiere. Zum Beispiel nach Passau. Ich möchte in Passau im Scharfrichterhaus endlich ausstellen. Da bin ich schon seit Jahren dran, dass das irgendwie klappen sollte, aber bisher hat es nicht geklappt. Also, das ist ja schon. Warte, jetzt machen wir da und da mache ich Gegenaufnahme. Also, ja, wir schauen uns in die Linsen und ich bitte um einen Ausstellungstermin. Scharfrichterhaus. Ah ja. Da ist ja noch eine Aufnahme. Schauen wir mal da. Ja. Ja. Moment. Machen wir jetzt. Ja. Raumstation Nummer 11 von Space Hall im All. Also, liebe Freunde, wann habe ich das gemacht? 1999, so, vor 21 Jahren. Thank you.
in die Grotten. Tja. Betrachtete sich die Menschheit als Zentrum, als Herz des Kosmos, als die Summe des Universums und
den Angelpunkt, um den sich alles dreht, obwohl sich aus der Beachtung, aus der Beobachtung von Bewegung himmlischer Körper schließen lässt, dass Zweifel hier angebracht sind. Zweifel an der zentralen Stellung des Menschen, die sich ergeben. Die alte Sichtweise ändert sich nur langsam. Bis weit ins 16. Jahrhundert herrschte die Meinung, die Sonne und die anderen Planeten drehten sich um die Erde. Dann kam Kopernikus im Jahr 1543 zu einer Annahme, dass das Sonnensystem heliozentrisch sei. Während der nächsten 400 Jahre verlegten Fernrohre den Horizont immer weiter in unbekannte Fernen. Erst entdeckte man die Milchstraße, dann weiter entfernte Galaxien. Doch nun müssen wir erkennen, dass es kein Zentrum gibt. Es ist überall und nirgends. Yeah.
bin ich müde. Ich bin so müde. Mona Lisa. Muss ich moin? Moin, moin. Die Mona Lisa muss ich moin. Musik und Malerei, ja. Wer hat Lust? Ich meine, ich hab große Lust, mit Musikern zu spielen. Und ja, aber das müsste in Burghausen sein. Wir konnten das im Kunsthaus von Burghausen machen. Da hätte man Platz und einen Raum, dass man mal eine Session macht. Und oder hier bei mir natürlich auch. Ja, ja. Oder im Liebenweinturm auch mal, also eventuell bei der Künstlergruppe Die Burg. Üben, üben, üben. Schnitt. Oh, schade, dass ich keine Technik gehabt habe, der ist da kalt, was einen Schnitt macht. Ich meine, wo ist denn die Schere? Schnitt, ah ja.